Ob und wo ein Babynotarztwagen zum Einsatz kommt, das entscheiden die Landesregierungen gemeinsam mit den Krankenkassen und den Hilfsorganisationen. Und die ersten Rettungswagen, es wurde schon angesprochen, fuhren 1974 und zwar hier in Stuttgart. Und die Zahl ist wirklich genial. Im ersten Jahr des Einsatzes des Wagens sank die Säuglingssterblichkeit im Großraum Stuttgart dank des Babynotarztwagens um 70%. Daran sieht man, welche große Aufgabe diese Wagen haben. Und dafür ist die Björn-Steiger-Stiftung der baden-württembergischen Landesregierung auch sehr, sehr dankbar für die Unterstützung. Und deswegen freuen wir uns umso mehr auf das Grußwort der Staatsministerin Silke Krebs jetzt hier auf der Bühne. Mach die mal ein bisschen auf. Sehr geehrte Familie Steiger, sehr geehrter Herr Deile und an die Damen und Herren des Präsidialrats der Björn-Steiger-Stiftung, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Deutschen Bundestages und des Landtags von Baden-Württemberg, sehr geehrter Herr Dr. Zetsche, sehr geehrter Herr Träger, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte mich zunächst im Namen der Landesregierung ganz herzlich für die Einladung der Björn-Steiger-Stiftung und ihrer Partner zur Premiere des neuen Babynotarztwagens bedanken. Am Wochenende startet in Melbourne die Formel-1-Saison. Mit am Start ist auch der neue Silberpfeil von Mercedes. Ein Silberpfeil muss schnell, aber er muss auch sicher sein. Es fiel gerade schon. Gleiches gilt für alle Fahrzeuge im Notfalldienst. Doch anders als in der Formel 1 geht es in der Notfallhilfe nicht um Punkte oder um Pokale, sondern es geht buchstäblich um Leben und Tod. Und niemand weiß das leider besser als das Ehepaar Steiger. Denn der Name der von Ihnen ins Leben gerufenen Stiftung verweist auf den Anlass ihrer Gründung. Im Mai 1969 verstarb ihr Sohn Björn nach einem tragischen Verkehrsunfall. Der Junge hätte gerettet werden können, wenn der Krankenwagen rechtzeitig am Unfallort gewesen wäre. Doch weil der Rettungswagen kein Funkgerät besaß, konnte er nicht zielgerichtet zur Unfallstelle gelotst werden. Heute ist das unvorstellbar. Damals war es leider Realität. Dass sich an diesem Zustand rasch und tiefgreifend etwas geändert hat, ist ganz vor allem dem persönlichen Einsatz der Familie Steiger zu verdanken. Was für uns heute selbstverständlich ist und woran wir uns längst gewöhnt haben, musste damals erst noch angestoßen und auch erkämpft werden. Mit großem persönlichen und auch finanziellem Einsatz hat das Ehepaar Steiger Schritt für Schritt dazu beigetragen, die Notfallhilfe zu verbessern, zu modernisieren und auch ein Stück weit zu revolutionieren. Durch engagierte, geduldige und aufopferungsvolle Arbeit konnte eine entscheidende gesellschaftliche und auch politische Weichenstellung herbeigeführt werden. Der Aufbau einer modernen und flächendeckenden Notfallhilfe in Deutschland. Diese hat hierzulande bis heute unzählige Menschenleben gerettet. Seit 1974 hat sich die Björn-Steiger-Stiftung auch dem Schicksal unserer kleinsten Mitbürger zugewandt. Denn damals entwickelte und finanzierte die Björn-Steiger-Stiftung den ersten Babynotarztwagen mit integriertem Transportinkubator für gefährdete Kleinkinder. Alle Eltern wünschen sich für ihre Kinder einen bestmöglichen Start ins Leben. Dass nicht immer alles reibungslos verläuft, zeigt die Statistik. Die Zahl der Frühgeburten in Deutschland hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Mittlerweile ist fast jedes zehnte Neugeborene ein sogenanntes Frühchen. Als problematisch gelten hierbei Hochrisikofrühgeburten, die etwa 1% aller Geburten ausmachen. Trotz des technischen und medizinischen Fortschritts der letzten Jahrzehnte ist gerade der Transport von Neu- und Frühgeborenen eine ganz besondere Herausforderung. Medizinisch sinnvoll ist es, Frühgeborene und Risikoneugeborene in Perinatalzentren zu entbinden, wo das Kind intensivmedizinisch betreut werden kann. Der schonendste Transport Frühgeborener ist immer der Transport im Mutterleib. Ein Transport Frühgeborener ist immer nur die zweitbeste Lösung. Ganz ausgeschlossen werden kann er heute jedoch nicht. Und für diese Fälle, gerade für diese Fälle, ist es dann gut, wenn die bestmögliche Infrastruktur zur Verfügung steht. Der Björn-Steiger-Stiftung ist es gelungen, mit der Unterstützung der Wirtschaft, namentlich der Daimler AG und der Trägerwerke AG, eine Gemeinschaftsproduktion, ist viel gerade schon, auf die Beine zu stellen und kompetente Partner aus Industrie, aus Wissenschaft und Medizin für dieses Projekt zusammenzuführen.
Ich möchte allen Beteiligten, die zur Entwicklung des neuen Babynotarztwagens beigetragen haben, auch im Namen des Ministerpräsidenten herzlich danken. Jedes Kind ist ein Zeichen der Hoffnung für diese Welt. Mit der Entwicklung des neuen Babynotarztwagens haben Sie die Chancen der Frühgeborenen auf ein unbeschwertes und glückliches Leben erhöht. Vielen Dank dafür.